Moin Moin, heiße ich euch alle und willkommen zu FIFA Let's Play FIFA 15. So sieht es aus. Wir spielen jetzt als nächstes wieder mit Jellyfish, wie schon die letzten Tage. Mal wieder. Wir haben jetzt auch die anderen möglichen anderen Kram gekriegt. Wir möchten jetzt Capes. Wir wollen die Cape. Wir wollen die Gelb. Gelb. Schade, es gibt nicht Gelb. Es gibt Schwarz. So, Ärmel kurz oder lang. Ich möchte lieber... Okay, Unterhemd. So. Ganz ehrlich, wenn wir den haben, dann können wir den auch mal nutzen. Ne? Wenn wir schon haben, nutzen wir es auch. Okay, unsere Form ist okay und wir haben aktuell einen Wert von 1,3 Millionen und ein Gehalt von 750. Da merkst du schon, dass irgendwas falsch ist. So. Wie gesagt, am liebsten möchte ich gehen. Und mit der 7-2, es ist ja einfach so, dass momentan es nicht läuft. Es ist einfach, momentan läuft es nicht. Und dementsprechend so eine Durchschnittsnote, so Katastrophe. Melbourne City ist kein einfacher Gegner, ist aber ein machbarer Gegner. Und unser Keeper ist immer noch stark von seinen Leistungen nicht beeindruckt. Denn absolut das Gegenteil ist eingetreten. Aber es passt schon. So, apropos, das passt schon. Ihr könnt gegen mich ein Match spielen. Ja, ihr könnt gegen mich ein Match spielen. Am 28.03.2015 zwischen 12 und 18 Uhr. Ihr müsst davor mir aber bitte bei PSN schreiben, dass ihr gegen mich ein Match wollt. Ne? Ihr könnt nicht am 28.03. dann sagen, oh, ich will ein Match gegen dich. Obwohl, rein theoretisch geht das schon, wenn nämlich keiner da ist. Wenn keiner da ist von denen, die da sein sollten, ist eine Möglichkeit, dass sie gegen mich doch spielen können. So, bewerben müsst ihr euch einfach eigentlich nicht. Ihr müsst einfach nur bei PSN mir schreiben, so von wegen, ich möchte Match gegen dich. Kriegt ihr ein Match. So, kann's losgehen. Na gut. So. Das war doch mal genial, oder? Ja. Das war scheiße. Okay, also in der Mitte ungefähr und dann... Genau, ungefähr in die Mitte. So. Sehr schön. Also er braucht ungefähr Mitte des Dings da. So, dann brauchen wir hier jetzt nicht viel mehr. Sehr nice! Okay. So, das war hier ungefähr. Gucken wir mal, ob wir jetzt oben... Ach Gott! So, wie war Niedrigschuss? Niedrigschuss war so. Ich glaube, das war Niedrigschuss. Nein, war es nicht. So. Ach, knapp daneben. So, nochmal gucken. Ja, und so zirkelst du das Ding in die Ecke. Ja, ja. Aber das Schöne dabei ist, wir haben jetzt endlich einen schönen Rang, nämlich Platz 11 in Freistößen. Das war jetzt das Beste. Okay, wir hätten ja... teilgenommen haben insgesamt 23 und auf Platz 1 ist... Mikey Boy 1999 mit 4-0. Herzlichen Grüß dahin! So, wir spielen jetzt als nächstes. Also komm, wenn wir das Ding jetzt hier auch reißen, dann würde ich mal sagen, ist das gut. Wenn wir kein Tor erzielen, ist das natürlich schlecht. Und die Tiere von meiner Verlobten, oder besser gesagt von meiner Lebensgefährtin, oder besser gesagt von fast schon von meiner Ehefrau, quieken auch wieder, als ob sie irgendwie, weiß ich nicht, als ob sie wieder Hunger hätten. Ich persönlich habe auch schon ein bisschen Hunger. Ich werde wahrscheinlich gleich was bei Rewe holen. Ja, Rewe ist lecker. Obwohl nicht immer alles von Rewe, aber ich favorisiere schon Rewe. Ja, hier ist auch noch ein Penny, aber ich weiß nicht.
Penny da, weiß ich nicht. Dieser Penny hier mal war mal plus. Aber der ist ein bisschen weiter weg. Und deswegen, ein bisschen weiter weg. Also, musste schon mindestens 20 Minuten laufen. Das ist auch schon nicht so. Rewe hast du ja jetzt zum Glück. Na, fast. So, also. Hier gehen wir mal die Aufstellung an. Und im Endeffekt, glaube ich, sehen wir, dass wir keine große Änderung haben. Das ist immer das Gleiche. So. Also, wir sollten jetzt hier irgendwie mal langsam das Tor machen, sonst wird es eng mit der Nahmannschaft. Andersrum ist es dann eben so. Ich dachte, ich habe den Ball gerade. Kurz habe ich gedacht, ich habe den Ball. So, wir spielen wieder in Gelb. Wir haben jetzt unsere neuen Accessoires. Mit uns, glaube ich, angeschnittenen Schuss und sonst was. Das sollten wir schon irgendwie jetzt schon ein bisschen besser machen können. Ich habe gesagt, nach Ende der Karriere, also nach Ende dieses Dings da, werden wir Jellyfish als Spieler downloadbar machen. Wird es geben. Ihr könnt mit Jellyfish dann in eurem Verein spielen. Jellyfish ist jetzt nicht unbedingt der Ober-Pro-Manche-Spieler. Aber im Endeffekt, ihr habt dann Let's Play-Channel. So, Ecke. Ich hätte im Endeffekt auch dran... Okay, schade, keine Wiederholung. Ich hätte auch noch dran rubbel, dribbel, aber egal. Die Idee war gut. Ich weiß, einige haben mir auch schon bestimmt auch schon in die Kommentare geschrieben. Ja, mit den Schüssen. Ne? Wenn du die so scheiße findest, kannst du dir auch sagen, dass die schießen sollen. Ja. Ja. Gerade dann schießen sie scheiße. So, und das ist gerade so ein kleines Problem. So. Jetzt nicht wieder ein Gegentor fangen. Leute, wir wollen wenigstens mal einmal die Null halten, ne? Unser Gegner will noch in die Playoffs. Ja, das war mich ungenietet, aber gut. Damit kann ich leben. Ja, wollte schon gerade sagen, will er das hier weiterlaufen lassen. In einer Ferne und Verschämtheit. Den weiterlaufen lassen ließ. Oh, ja, ja, ist aber schön auf den Kopf gefallen. Der Eder war schön auf den Kopf gefallen, ne? Schade. Nachschuss gibt's nicht. So, dann können wir auch gleich mal gucken, ob wir in der Nationalmannschaft sind. Also ich würde sonst sagen, wir spielen mit Jellyfish jetzt erstmal bis zu den Nationalspielen. Wenn wir da nominiert sind, dann spielen wir diese Spiele nächstes Mal. Nächsten Session. Warum ich das so sage, dann kann ich nämlich auf eure Kommentare eingehen. Und auch alles andere. Ich glaube auch gleich die Post kommt. So. Warum ist er so auf die Post warte? Im Endeffekt, ich habe ja kein Paket bestellt oder so, aber meine Lebensgefährtin hat eine bestellt. Ein Paket. Und ja, sagen wir es so. Die ist nicht da jetzt, ne? Das ist ein bisschen typisch. Aber das ist oft so. Das ist der, ne, die bestellt irgendwas und dann ist sie an dem Tag nicht da. Und dann, ja. Gut, dass ich dienstags frei habe. Sagen wir es so. Ja, für mich ist immer noch Dienstag. Für euch müsste schon längst irgendwie Montag sein. Also, wenn es ein anderer Tag ist, dann schreibt das nicht in die Kommentare. Ich weiß es nicht, wie viel ich vorher wieder aufgezeichnet habe. Ich habe aufgezeichnet. Exklusive, Stadionturnier. Das habe ich ja schon durchgespielt, habe ich ja schon gesagt. Stadionturnier-Team spielt auch, aber noch nicht online. Grund ist einfach, weil ich nicht möchte, dass ihr schon wisst, wer zum Beispiel Torschützenkönig geworden ist. Und wer die Spieler des Turniers geworden sind, denn das deutet dann schon darauf hin, wer zum Beispiel den Titel geholt hat, wer Zweiter geworden ist und wer Dritter geworden ist. Mehr brauche ich, glaube ich, nicht sagen. Cool. Aber eins kann ich euch sagen, ich habe bis zum letzten Spieltag ordentlich gespielt. Ja, dass er den jetzt so spielt, ist natürlich ein bisschen Katastrophe, aber ist okay. Wir kriegen das auch noch hin, irgendjemand wieder ein Tor zu ziehen. Obwohl, wenn ich jetzt gerade überlege, irgendwie, glaube ich, hätte ich irgendwie doch schon irgendwie Lust, gleich zu gehen.
den weiten Weg anzutreten. Obwohl, heute ist Dienstag, ne? Penny hat ja so bestimmte Tage, nämlich den Framstag. Ja, ja, Framstag. Framstag ist Freitag und Samstag, da gibt es besondere Angebote, wo man sich so denkt, so, okay. So, warum er den jetzt auch immer nach hinten gepasst hat, ist schon okay. Und warum er den jetzt gepasst hat, weiß ich auch nicht. Ey, come on, das kann nicht sein. Oh je. Deswegen spiele ich lieber das ganze Team und nicht nur einen Spieler. Deswegen ist ja auch der Koop-Modus so schwierig. Irgendwie mal irgendwann mal Koop-Modus zu spielen. Muss ich auch noch mit dem Kevin mal abmachen, wann er denn dazu Zeit und Lust hat. Wir haben ja darüber schon mal geschnackt. Dann haben wir ja auch gesagt, dass wir das dann so machen, dass ich den Ton hier nicht aufnehme. Dass wir dann über Telefon besprechen, wie unser Vorgehen sein sollte. Also, ob links abspielen, rechts abspielen. Im Endeffekt wird das wahrscheinlich genau auf dasselbe hinauslaufen, wie es letztes Mal rauslief. Wir werden wahrscheinlich einen Tag nehmen, so einen Freitag oder so, wenn nämlich dann gerade nicht Borussia Dortmund spielt. Der Kevin ist ja ein Borussia Dortmund-Fan. Falls ihr das noch nicht gemerkt habt. Das ist so wie der Kai, der Augsburg-Fan ist, ne? Ihr wisst Bescheid. Und, ja. So, es gibt Eckball. Ich hab Bammel, dass das Ding reingeht. So. Danke. Sehr schön, da steht noch einer. Ja, die Idee war die richtige. So, und naja, Koop-Modus ist halt immer so eine Sache für sich. Ja. Weiß, ich hätte ihn ja anfordern können. Ja. Ich hätte ja auch anfordern können, dass er mir zupasst, aber ich habe mir gedacht, nee, das ist nicht gut. Ja, das war gut. Wie wir das abschnacken? Weil bislang haben wir ja bei den Koop-Spielen einen Sieg und eine Niederlage. Ja, die Niederlage haben wir in der letzten Sekunde gekriegt. Und ja, den Sieg haben wir auch nur per Disconnect bekommen. Aber der Sache ist ja... Nein! So. Nein! Weg damit! Weißt du, ich will. Wenn wir das Ding. Ei, wenn wir das Ding nicht gewinnen, dann will ich wenigstens unentschieden holen. Ich habe es gesehen, dass David Villa dahin zielt. Ich habe es gesehen. Und genau deswegen bin ich dahin gegangen. Ich habe es gesehen. Ich habe es kommen sehen, dass er den da hinschießen möchte. Ja, und es ist das gleiche wie die letzten Male. Und genau deswegen hoffe ich mal, dass es jetzt demnächst die Länderspiele kommen. Weil, ehrlich gesagt, Mann, das kann einfach alles nicht wahr sein. Dass wir hier ein nach dem anderen Spiel verkacken. Mann, ey. Und dass das auch immer alles so wichtige Spiele sind, ne? Ja, als letztes haben wir gegen Melbourne City 2-0 gewonnen nach 0-1 Rückstand. Ne? Ihr wisst Bescheid, auf welchen Sinn ich das möchte. Ja, Ding ist gelaufen. Komm. Come on. Ding ist gelaufen. Auswechseln lassen. Ich treffe einfach nicht. Was willst du da machen?
So, und bevor wir hier wieder völlig verkacken, obwohl wir verkacken schon, aber ja, ich wollte gerade sagen, hier will jetzt taktisch hier alles umstellen, aber ich bin ja gar nicht der Trainer. So, also dementsprechend, es kann nur noch schlimmer werden. So, ja, und Ecke. So, und jetzt hier wieder. Na, ich will ja wenigstens Punkt holen. So, und... schade. So, falls der andere ein oder andere sich jetzt erst eingeseppt hat, so von wegen, oh, das Spiel ist langweilig, guck ich mal, wie es steht. Oh, 2-0, warum fließt du 2-0 zurück? Ich habe gerade Jellyfish ausgewechselt, deswegen. Wir liegen 2-0 zurück, weil die Deppen da hinten mal wieder überhaupt nichts zu der Stande kriegen, ey. Das ist eine Unverschämtheit. Aber andersrum, genau deswegen ist ja Wellington Phoenix ja eine der schlechtesten Mannschaften in der Liga. Einfach nichts auf die Reihe, gar nichts. So, und warum ich jetzt auf einmal auch doch alle spiele, obwohl ich ja Bier Pro spiele, relativ einfach, wenn du ausgewechselt bist, du kannst dich auswechseln lassen, du kannst das ganze Team spielen. Du kannst auch eigentlich davor das ganze Team spielen, aber nö. Das sind, glaube ich, keine Teampunkte, keine Spielerpunkte. Irgendwie so war das. Es ist echt, das ist unglaublich. Oh Mann, ey. Boah, 2 Minuten Nachspielzeit wird angezeigt. Wir haben das Ding verloren. Ich habe ehrlich auch gesagt gerade keine Lust drauf, irgendwie mehr das zu spielen, glaube ich. Das ist einfach. Ja, 2-0 verloren, völlig verdient. Wer so spielt, ganz ehrlich, darf sich nicht wundern, warum er dann 2-0 verliert. Ist einfach so. Wir haben die Tabellenführung verloren, damit es... Da brauchen wir auch nicht drüber diskutieren. Wir haben verloren und es ist alles scheiße. Wir haben wieder 8 Chancen gehabt. Wir haben daraus nichts gemacht. Gar nichts. Oh Mann, ey. Überhaupt nichts. Es ist Dreck. Sagen wir, wie es ist Dreck. So, letzten 3 Spiele. Gut. Genau, Jellyfish vergisst das Tore schießen. Genau deswegen sind wir ja da unten. Das ist ja der Schuldgrund. Sein 6. Spiel ohne Tor. So. Wir sind noch dabei. Dass ich dich ausgewählt habe. Gut, das freut mich. Dann heißt es, wir spielen dann den nächsten gegen Uruguay. Ja, im Endeffekt, ne? Gut, wo stehen wir bei der Tabelle? Wir sind auf Platz 2. Wir sind da relativ gut dabei. Wir können schlimmstenfalls nur noch da runterrutschen. Wir spielen jetzt nächstes gegen die... Ich hab gesagt, Länderspielpause, ne? Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Ja. Wenn ihr mögt, schaltet ein. Wenn nicht, dann nicht. Bis zum nächsten Mal und tschüss.